Ja. Meine Damen und Herren, es ist bezeichnend. Die einzige öffentliche Rede von Merkel in den USA, die hält sie vor der amerikanischen Handelskammer. Das heißt, es geht bei diesem Arbeitsbesuch wirklich nur um Industrieinteressen. Da lobe ich mir den Kollegen Dietmar Wischmeier. Der hat heute als erster deutscher Comedian überhaupt vor dem amerikanischen Kongress gesprochen und dabei erfrischend offene Worte gefunden. Moin Amerika, wir müssen reden. Nach fast 70 Jahren transatlantischer Völkerfreundschaft haben wir die Schnauze voll. Wir fressen eure ekligen Zuckerkringel, lassen uns von NSA und Fratzenbuch für blöd verkaufen. Von unseren Flughäfen aus führt ihr eure Kriege. Kurz gesagt, Deutschland ist mittlerweile nur noch die verfickte Ukraine der USA. Ruhe! Der ganze Dreck aus eurer kaputten Kolonie schwappt nach Europa. Wir haben Cheeseburger, Halloween und Baywatch ertragen. Unsere Ärsche sind bald genauso breit wie die eurer fetten Weiber. Wir saufen sogar euren scheiß Kaffee mit Marmeladengeschmack. Aber irgendwo hat die Demütigung mal ein Ende. Und zwar jetzt. Schon jetzt habt ihr unsere Telefone, unsere Bücher, unsere Meinung kassiert. Schon bald gehört euch unser Wasser, unsere Atemluft. Oh, und scheißen dürfen wir nur noch bei Google Earth. Was denn noch alles? Müssen deutsche Schüler bald so doof sein wie eure? Tragen unsere Lehrer bald auch automatische Gewehre im Religionsunterricht? Wird in Hessen die Todesstrafe eingeführt? Wisst ihr was? Wenn ihr Freunde sucht, die zu euch passen, dann geht doch nach Saudi-Arabien. Hiermit verkünde ich als Vertreter aller Deutschen, die keinen eigenen Automobil- oder Chemiekonzern besitzen, schiebt euch euer Freihandelsabkommen dahin, wo der Burger wieder an die Sonne tritt. In diesem Sinne, wir können ja lose in Kontakt bleiben, obwohl andererseits, wozu? So long, Motherfuckers. Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren. Vielen Dank.